So gut. 1, 2, 3. Los, Ries, stürm die Höhle. Ja, der Saphir fängt an zu glühen. Und plötzlich sind wir im Inneren. Oh, wow. Und was zu... Das sah von außen aber noch ganz anders aus. Eine Treppe sahen wir auch nicht, obwohl... Höhle? Maschine? Hä? Na gut. Dann gucken wir uns mal das an hier. Wow, was ist das da unten? Ein anderes Regime? Was zum... Was sind das? Ratten? Schnecken? Und was ist das? Igitt sterbt! Verdammt, die halten mehr aus. Lobo Wink, passender Name. Ja, stirbt, stirbt, stirbt. Los, komm da runter, du Viech. Oh, wow, der Trüffel, oh je, der verkraftet aber eine Menge. 4 Angriffe. Ey, dafür würde Mieux aufgestuft, gut. Na, scheint doch schon mal eine größere Herausforderung hier zu sein. Okay, Ries, los. Ja, wo ist meine Verlobte und... Oh, das ist also eine Wand. Gut, wir können also nur auf dem Gitter rummarschieren. Igitt. Das ist doch dasselbe Muster wie vorher, nur spiegelverkehrt. Ach, was los? Mord. Wenigstens können diese Rattenschnecken nicht viel aushalten. Das ist 2 Messerhiebe und weg bist du. 2 Krallenhiebe und weg bist du. Und Autsch. Autsch. Gut, jetzt greifen alle an. Jeder 2 Waffen und dafür insgesamt schlagen wir 4-mal zu und weg mit dir. Weg mit dir. Wenigstens geben die Viecher mehr Geld. Okay. Standard-Taktik 101 für solche Spiele. Rumlaufen, Schätze sammeln, sich vermöbeln lassen und kurz bevor man tot ist mit dem Gegenstand wieder Escape-Pipe fliehen. Das ist die Standard-Taktik. Und beten, dass wir nicht versehentlich in den Boss rennen, weil der macht uns fertig. Und, ach nö, was sind das jetzt? Super Ratten? Oder was? Die sind purpur, das heißt, die sind viel stärker. Ach, hau ab, du. Oh. Oh, ja, so. Viel Schaden geben die aber nicht an. Die kommen mir bekannt vor. Waren das nicht die Dinge aus der anderen Höhle? Ah. Also nicht bloß neue Farbe, sondern auch gleichzeitig recycelt. Nicht, dass ich mich beschwere. Ach komm, hör auf mich zu ambushen hier. Wenigstens vergiften sie mich nicht. Ja, ja, stirb. So. Wir hätten hier diese Maschinenhallen aber wirklich mal sauberer halten können. Andererseits will ich mich nicht beschweren. Das wäre die alternative Killer-Roboter. Mich wundert ja, dass nicht wir als Kommentar dazu gleich Killer-Roboter aufgetaucht sind. Also stopfen wir heute durch diese Maschinenhallen hier. Ach komm. Los hier. Messerrahmen-Karambolage. Wir nehmen das Vieh mit Klauen auseinander. Fertig. Ab und weiter. Ah, wer hat das Ding hier eigentlich geplant? Dr. Wily? Na ehrlich, was sollen diese ganzen Gitter hier in der Mitte? Die wichtigen Maschinen sind doch anscheinend alle da unten. Weil es wirklich nur für den Zweck, dass man da drauf gucken kann? Na, was soll's. Mord an Superratten. Oh, Entschuldigung, ich meine 2 Dons. 2 Dons. Na, du blöder Wortwitz. 11 Dons und 2 Dons. Gibt's demnächst noch Gehviecher, die aussehen wie Ratten, aber die sind blau und heißen 3 Done? Als Bestrafung für meine fehlerhaften Ausspracheversuche werde ich gleich von ekligen Viechern wieder angegriffen. Ah, und hier wurden wir vergiftet. Das ist nervtötend. Das Einzige, was nicht so nervtötend ist, ist, dass wir genügend Geld kriegen, um später hier raus zu... um alles, was wir verbrauchen, zu ersetzen, würde ich sagen. Jus, du bist nicht mehr vergiftet. Aber wir könnten ja versuchen, eine Technik zu verwenden. Und die kann Mieux verwenden. Nur sein Roboter natürlich. Das war Heilung? Jep, war es gut. Das wird auch das Einzige sein, was sie tut. Gut. Könnte mir mal einer sagen, wo ich hier bitte lang gehe. Oh, Nails. Das ist eine Art Anspielung an Snail. Englisches Wort für Schnecke. Warum wundert mich das nicht?
Oh, wow, wir sind im Kreis marschiert. Ah. Okay, nochmal von vorn. Okay, jetzt gehen wir mal in die andere Richtung und gucken, wie weit wir kommen. Ah, ja, ja. Autsch. Autsch. Das Viech greift uns zweimal mit irgendwas Ekligem an. Okay, nee, dafür klatschen wir euch eine. Mit Waffen. Ja, ja, ja. Okay, wir kriegen kaum Erfahrungspunkte von den Viechern. Besser als ein Erfahrungspunkt. Viech. Gut. Das letzte Mal war ja nicht so toll. Scheinbar rief es von dem ganzen Gefiech, das er ja bekämpfen musste, und von den ganzen Maschinen um sich herum so abgelenkt, dass er im Kreis gelaufen ist. Obwohl, wenn man bedenkt, dass er auf einem zweidimensionalen Gitter herumläuft, von seiner Position aus hätte er eigentlich den Höhlenausgang sehen müssen. Aber hey, er steht unter meiner Kontrolle und das ist, heißt, dass er leider blind ist. Naja, die sind viecherlich, gefährlich. Oh ja, er wackelt mit den Flügeln und das verletzt uns irgendwie. Warum? Weil er so hässlich anzusehen ist, dass wir einen Schock kriegen oder was? Egal, er ist jetzt jedenfalls tot. Ja genau, fliegt da runter. Ich hoffe, all die toten Viecher, die da unten runter segeln, verkleben nicht irgendwas Wichtiges. Das wäre nämlich wirklich bizarr, Mann. Okay, jetzt heilen wir mal beide Seiten. Oh oh. Wenn wir bei Null angekommen sind, müssen wir vielleicht die Expedition schon wieder abbrechen. Ach, komm schon. Ah ja, wow, ey. Hört an, auf uns voll zu nagen und anzuschleimen. Bitteschön, können Schnecken, auch wenn es Ratten-Schnecken-Hybriden sind, uns auflauern. Wollen wir alleine 3 Stunden, um sich in Position zu bewegen. Norden? Okay, das geht auch schon mal. Oh. Ach komm, warum nicht gleich noch eine ganze Armee? Du stirbst jetzt erstmal, dann riechst, erledige ich diese Viecher hier, bevor sie irgendwas machen können. Gut, das Ding versucht uns zu beißen und dann bringen wir es um. Zack, zack, zack. Ries musste sich beim Armee nicht mehr bewegen. Haha. Oh, Schatztruhe. Ja, dann hat sich der Auftrag hier schon gelohnt. Gut, Ries stemmt jetzt mal diese riesige Truhe auf, die größer ist als er selbst. Das dauert so lange, dass ich inzwischen ins Menü gehe. Haha. Nein, das war nicht, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Oh ja, ein Antidot. Oh ja, wow, ey. Also eins, wie ich es gerade verbraucht habe, oder? Oh Mann. Vielen Dank. Wer tut überhaupt gegen Gift so weit? Ach. Oh ja, und natürlich wurde ich gleich wieder vergiftet. Vielen Dank. Oh, los, Ries. Wie viel Mühe, die anzugreifen, und dann tobt deine Wut an diesen Viechern aus. Autsch, autsch. Das Elektroangriff, oder was? Okay, diesmal sind wir sogar fast gestorben. Also hat uns dieser Schatz nicht nur nicht geholfen? Oh, na gut. Ries wurde aufgestuft. Gut, ich habe nichts gesagt. Und sowas muss man sich auch nicht erwarten. Haben wir überhaupt irgendeine Technik, die gegen Gifte hilft? Wie zum Beispiel das? Nein. Das hat nicht geholfen, nein. Und jetzt? Und das? Das hat auch nicht geholfen. Aber zumindest hat es nicht gar nicht funktioniert. Und dafür haben wir nicht genügend. Und die anderen können wir anscheinend nicht im Unfrieden benutzen. Gut, das sind also... Na gut, dann müssen wir wieder zu Gegenständen greifen. Okay. Gift weg. Und, ah ja, genau, wir wollen ja nicht, dass Ries plötzlich aus den Latschen kippt, weil eins der Viecher ihn so sehr angenagt hat. So. Ah ja. Was werden wir denn jetzt wohl im Süden finden, frage ich mich. So, falls ihr einen Unterschied merkt, ich habe das Audio ein bisschen höher gedreht. Das war mir nämlich schon wieder zu leise. Die Musik ist zwar ganz schön, aber wir wollen ja nicht, dass mein dummes Gelaber komplett unscheinbar wird, untergebuttert, weil dann könnte ich mir dieses Rumlabern ja eigentlich gleich ganz sein lassen und mich auf Untertitel beschränken und dann könntet ihr das Bild wiederum nicht sehen. Tja, ja, alles hat Vor- und Nachteile. Jetzt gehen wir wieder in die Richtung hier und... Oh nein, jetzt geht es hier schon wieder in 2 verschiedene Richtungen. Ich hasse Labyrinthe. Wenigstens haben wir diesmal die Monster überrascht. Gut.
Und jetzt schlagt auf das Viech ein, hier mit allem, was ihr habt. So. Hey, Mio wurde aufgestuft. Ah ja, bin gespannt, wie oft das noch passieren wird, während ich hier blind herumtorkle und versuche, einen Weg zu finden. Oh, und wieder wurden wir überrascht. Na, abwechselnd überraschen wir die Monster und die Monster überraschen uns. Wie kann wir überhaupt noch irgendjemanden überraschen? Na gut, vielleicht überraschen die Monster uns ab jetzt wegen den ganzen Leichenbergen, die im Weg sind. Und wir überraschen Viecher, weil die nicht glauben können, dass wir noch so im Gemetzel noch stehen oder so. Und ach komm. Ah ja. Das ist der Grund, warum ich bei solchen Spielen früher immer so großen Erfolg hatte. Weil ich mich immer total verlaufen habe und immer einen viel zu starken Level hatte, wenn ich beim Endboss ankam. Das ist der Nachteil an diesen blöden... Oh, stirb! 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 Oh, Mann. Also, was wollte ich gerade sagen? Ah ja. Ich denke, ich habe mich schon wieder verlaufen und bin gleich wieder am Anfang. Okay, gut. Gehen wir mal zurück zur nächsten Stadt und holen ein paar Heilgegenstände. Bevor wir hier verrecken. Ja, Musik wird nicht noch dramatischer. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Und vielleicht haben wir auch genügend Geld für neue Ausrüstung zusammen, damit die Monster uns nicht so fertig machen. Ja gut, ich weiß, Ries psychopathet hier die Monster tot und nicht umgekehrt, aber allmählich werden die beiden auch müde. Ja, so müde wie ein Cyborg-Roboter werden kann. So. So, wir haben nicht mal eine kostbare Esca-Pipe gebraucht. Und marschieren jetzt erstmal zurück. Komm, ja, wir haben gerade Viecher totgeschlagen, die 10.000 mal ekliger sind und auch 5-mal größer. Ihr macht uns keine Angst mehr. Ries benutzt euch jetzt als Nachmittagssnack. Gut, das haben die gehört. Oh ne, das sind die. Die sind wahrscheinlich sauer, weil wir so viele ihrer Brüder umgebracht haben in dieser Höhle. Okay. Und machen wir uns weiter auf dem Weg nach Nichtsstadt, Dings da, wie man die heißt.